So, wunderbar. Ja. Ich war am Silberinselchen und da habe ich noch mal ein paar Bananen gefunden. Das bedeutet, ich kann jetzt direkt zu Akachi gehen. Kann das zweite Pulverfass bauen. Dann kann ich ein Feuerwerk herstellen, hoffe ich, wenn ich nichts vergessen habe. Und kann dann den Aquila das Feuerwerk bringen. Hier auf dem Silberinselchen findest du ein paar Bananen. Das war mir dann, ich habe da einfach nochmal kurz nachgeguckt, weil mir das jetzt einfach dann zu aufwendig gewesen ist, auf meiner Insel noch so lange zu warten, bis die Bananenbäume dann Früchte tragen. Und dementsprechend, jo. Gut, auf unserer Insel geht's los. Aber vorher möchte ich natürlich so gut ich kann, wie heißt's, die Aufgaben erledigen. Einfach aus dem Grund, weil ich den ganzen Kram gerne fertig habe. So, Pulverfass. Feuerwerk. Feuerwerk. Hoffentlich habe ich die bald Gelegenheit, es anzuzünden. Okay. Aquila ist fertig. Muss ich dem das nicht bringen? Muss ich dem das nicht bringen? Ich wollte eigentlich eine Liste machen, das habe ich mal wieder vergessen. Weil ich gerade voll gehypt bin, hier weiterzumachen. Aquila, ich habe hier eine Leinwand für dich mit einem interessanten Gemälde drauf. Nein, es ist einfach nur eine weiße Leinwand. Ah, für Regattas Auftrag. Vielen Dank für die Leinwand. Hier hast du deine Belohnung. Wenn du andere Dinge, interessante Dinge findest, bringe sie zu mir. Bitte störe mich nicht. Okay. Kehre zu Ohrs, scheint etwas auszuhecken. Ja, ist ja gut. So, Kupferinselchen. Dann bringe ich dem erstmal das Sandwich. Aufgabe ist Aufgabe. Ja, so dein Sandwich. Vielen Dank, kleiner Kapitän. Perfekt, halt. Was machst du da? Ich esse es. Aber warum? Wenn du ein Sandwich willst, musst du dir selbst eins machen. Du bist alt genug, aber ich weiß nicht wie. Dann versuch es zu lernen. Wenn ein Kind es schafft, solltest du es auch lernen können. Werde endlich erwachsen. Sei nicht so faul laut zu Herrn Echo, Kindchen. Und jetzt bring mir eine leckere Nudelsuppe. Nein, doch. Ich habe Nein gesagt. Okay. Ja, ich bin echt nicht so ganz. Ich weiß nicht so ganz, was ich machen soll. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Sprüche mit Echo für den nächsten. Ach Mann. Ich muss vor allem die andere da noch finden. Hey, kleine Kapitänin, ich habe etwas verloren und ich weiß, dass du tauchen kannst. Es geht um eine Zahnprothese. Du liebe Güte. Aber ich kann deine Zähne doch sehen. Ich meine, mein Ersatzgebiss. Einer meiner nutzlosen Matrosen hat sie als Fischköder verwendet und sie dabei verloren. Na gut, ich werde eine Prothese suchen, weil du eine großartige Piratin bist. Nein, weil ich es lustig finde. Finde die Zahnprothese. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich kann hier das Boot verlassen. Rede mit Regatta, rede mit Pili. So, bei dem Fähnchen kann ich tauchen. Ja. Na gut, dann wollen wir mal. So, ich habe Eis gefunden in der Truhe unten am Meer. Das ist super. Hinterfragen wir jetzt mal nicht. Oh, die Zahnprothese.
So, der gammelt am Kupfereselchen rum. Die andere müsste doch auch hier permanent rumeiern. Na gut, soll ich mal mit ihr sprechen? So. Regatta, ich wollte dich etwas fragen. Was denn? Ich habe einen Elite getroffen. Und er hat mit mir über Tadiva gesprochen. Na, verstehe. Devas Wunder und Untergang. Hast du ein Rezept dafür? Das könnte nützlich sein. In Mara gibt es keine Davea-Früchte, Mädchen. Außerdem würde er dir nicht gut bekommen. Okay, okay, aber ich weiß, wie man etwas Ähnliches zubereitet. Etwas Ähnliches als Tadiva? Ja, obwohl es... Bring mir eine Kostprobe. Na gut. Hier, das meinte ich, aber das ist nur... Lass es mich erstmal kosten. Du kannst es niemals geschafft haben, das Rezept zu replizieren. Aber das ist... Aber das ist nur Brombeersaft. Genau das habe ich versucht, dir zu sagen. Als wenn ich drauf reinfallen würde. Was ist denn nun dieses Tadiva eigentlich? Vor einigen Jahrzehnten haben es die Elites entdeckt, dass die Tadiva-Frucht eine Quelle übernatürlicher Energie ist. Es war eine verbotene Frucht, aber in ihrer Arroganz haben sie sich über das Verbot hinweggesetzt. Seitdem ist jede Generation der Elite süchtig nach der Tadiva-Frucht. Unser Leben und unsere Gesellschaft drehen sich nur um sie. Aber dieser Saft ist viel besser. Das hast du gut gemacht. Vielen Dank. So, warte mal. Ein bisschen zurück. Wieder nach vorne. Hallo. Lass mich raten, mit dir muss ich jetzt gleich wieder sprechen. Oh, komm schon. Regatta, wie lange bist du schon in Mara? Ein paar Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau. Vermisst du dein Zuhause überhaupt nicht? Oder deine Familie? Manchmal schon. Aquila ist auch keine große Hilfe. Aber ich verstehe mich mit den Piraten. Das freut mich. Ich vermisse es aber, Manta-Rochen zu essen. Hier auf Mara gibt es nicht allzu viele davon. Wir könnten doch gemeinsam einen fangen. Die Manta-Rochen auf Deva waren köstlich. Ich bin gespannt, wie der hier schmeckt. Hier, ich habe ein paar Raupen als Köder. Lass uns fischen gehen. Fange mit Regatta ein... für oder mit? Ich weiß, wie du dich fühlst, aber ein Bote sein ist kein Grund, sich zu schämen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich will erstmal nach Quelles. Wie gesagt, ich glaube, so langsam bin ich in der Endphase der Hauptquest gekommen. Dementsprechend würde ich ganz gerne erstmal hier ein bisschen was machen. So, okay, Heimatinsel ist klar. Alles abgeschlossen. Wisst ihr was? Ich mach mir diese Liste jetzt mal. Dann mache ich sie mir halt live. Ist mir ja eigentlich auch relativ egal, ob offscreen oder nicht. Das bedeutet, ich schreibe es auf und hake es gleich ab. So. Wunderbar, habe ich alles so. Alles klar. Chor ist noch offen. Akagi ist abgehakt. Aquila ist fertig. Avan ist fertig. Blue ist fertig. Okay. Bram ist fertig. Caleb ist fertig. Den Echo habe ich noch offen. Den Edigan habe ich noch offen. Den Lizio habe ich fertig. Die Mayo habe ich fertig. Die Moon habe ich fertig. Napopo ist noch dran.
Den Mo habe ich fertig. Den Onzo habe ich fertig. Das ist die Milli. Das ist die Regatta. Dann habe ich noch die Taima. Und den Tacker habe ich fertig. Okay, so, dann würde ich nämlich so machen. Ich spreche jetzt mit Pilli einfach mal. Mehr kann ich hier sowieso nicht machen. Die Saimi hat jetzt keine Aufgabenquest für mich, weil das nämlich die Hauptstory ist. Und dann schaue ich mal. Koa, wir haben einen Auftrag für dich. Ich bringe niemanden mehr irgendwas. Ich bringe niemanden mehr irgendwas von euch. Ich habe genug von euren schmutzigen Tricks. Darum geht es nicht. Wir haben eine Schatzkarte. Kannst du für uns den Schatz finden und ausbuddeln? Und es ist diesmal kein Trick. Ihr wollt niemanden hereinlegen? Nein, wirklich nicht. Jemand hat sie uns zugeschickt. Der Schatz könnte eine Nachricht von unserem Vater sein. Wir haben schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ich hoffe, er ist von ihm. Bitte, Koa, du musst uns aushelfen. Schon gut, in Ordnung. Gib mir die Karte. Hol den Schatz zu Milli, Pilli, Wackelpudding. Was? Das Gebiss habe ich. Mach weiter mit Koa. Wackelpudding. Riesenrochen. Wo finde ich den denn? Da unten. Okay, ich weiß nicht, wo ich die Taima finde, aber ich werde bei... Wenn ich den Wackelpudding nehmen muss. Ja, dann, keine Ahnung, kaufe ich hier einfach ein. Der Tacker hat den bestimmt. Ich glaube, bei Tacker habe ich den eben auch gekauft. So, dann sind die nämlich auch zufrieden. Ich könnte es natürlich jetzt finden und allem drum und dran, aber komm, seid ehrlich, wer würde es nicht tun? Ich fürchte, es ist nicht das, was ihr erwartet habt. Was ist es denn? Es ist Wackelpudding. Lizio, dieser Hund. Das ist seine Art, es uns heimzuzahlen. Es ist immer das Gleiche. Das ist wirklich widerlich. Ich weiß, wir hätten es kommen sehen müssen. Lizio weiß ganz genau, wie sehr wir Wackelpudding hassen. Er muss uns diese Karte geschickt haben. Er ist so gemein. Das tut mir leid. Das ist schon in Ordnung. Wir werden es unserem kleinen Bruder schon heimzahlen. Na, siehst du, wusste ich doch, dass sich das ausgleicht. Was macht ihr da? Wir bereiten das ultimative Geschenk vor. Was ist es denn? Ein großer Knall. Auf Nimmerwiedersehen, Piraten. Was? Sie sind unsere direkten Rivalen. Und sie sind außerdem wirklich unfair. Sie sind nun mal Piraten. Sie stehlen andauernd unsere Waren. Zugegeben, wir haben sie zuerst bestohlen. Und was ist euer Plan? Wir schicken ihnen ein Fass voller Schießpulver. Das ist wirklich gefährlich. Genau deshalb. Warum gebt ihr es nicht mir? Sei vorsichtig. Bist du sicher? Ja, bin ich. Okay. Bring das Fass zu ihrem Versammlungsort. Warte, bis sie alle da sind und... Kabumm! Bringe das Fass zum verbotenen Felsvorsprung und sorge für einen großen Knall. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Ich schlafe erstmal im Boot. Ja, ich glaube, hier verbotene Felsklippe, da werden jetzt alle Piraten sein. Koa, was machst du denn hier? Ich bringe euch ein Fass Schießpulver. Was? Alle mal in Deckung, beruhigt euch. Es wird nicht explodieren. Es ist von deinen Schwestern, Lizio. Ich habe es gewusst. Du hast Schwestern? Das dachte ich mir schon. Sie wollen euch alle in die Luft da jagen, aber ich kann das nicht zulassen. Deshalb werdet ihr euch von jetzt an benehmen. Niemals. Es ist zum Wohle von euch allen. Ihr könnt dieses blöde Spiel nicht für immer spielen. Aber sie haben mir Süßigkeiten geschickt. Wie schrecklich. Wie auch immer, wir müssen ihnen etwas als Friedensangebot bringen. Ich habe eine Zahnprothese. Sie wäre wirklich ein schönes Geschenk. Warum eine Zahnprothese? Das perfekte Geschenk, wirklich? Ja, bring ihnen die Prothese. Okay, ich habe keine Ahnung. Dann mache ich das mal. Ja, das ist schön, aber irgendwie...
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich damit irgendwas trigger. Erstmal mit dem anderen dann nochmal sprechen. Ist er überhaupt da? Nein, ist er nicht. Oh. Irgendwas ist da ganz komisch. Irgendwas ist da ganz komisch, weil die Zahnprothese hat er verloren. Die müsste ich ihm erstmal bringen. Lass mich raten, wie viele Zahnprothesen habe ich denn jetzt im Inventar? Mal im Ernst. Gemüse, Handwerksmaterialien. Nein. Ich habe nur eine Zahnprothese. Finde die Zahnprothese von Eneko und die er auf dem Meeresgrund verloren hat. Mit Koa bringe die Zahnprothese von Eneko zu den Schwestern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, die ist da. Da muss doch der andere auch irgendwie da in der Nähe sein. Ja. Ich will erstmal dem die Zahnprothese bringen. Ach Gott sei Dank. Bald die ganze Sache bitte für dich. Okay, ich sage niemandem weiter. Hier hast du deine übrig gebliebenen Köder. Okay, ja, jetzt hat er mir nämlich die Zahnprothese gegeben. Ich habe die dem jetzt... ich hätte die dem erst geben sollen und dann... So. Spreche mit Echo. Ja, das ist ein schöner Bug. Ach, ist doch kacke. Solche Bugs machen keinen Spaß. Jetzt haben sie mir nämlich das Quest... Haben sie mir nämlich die Quest versaut. Vielleicht kann ich die von dem kaufen. Hey. Koa, ich brauche deine Hilfe. Ich plane gerade ein Rennen, eine meiner legendären Regatten. Alle Piraten lieben sie. Selbstverständlich, aber es müssen eine Menge Dinge vorbereitet werden. Zuallererst müssen ein paar Flaggen und dafür brauche ich etwas Stoff. Den kann ich besorgen. Ich wusste auf dich, Verlass, bitte. Kein Problem. Ich fertige den Stoff an. Ich spreche trotzdem mal mit denen. Vielleicht klappt es ja doch. Oh, warum habe ich denn keine zwei Zahnprothesen? Das ist doch doof. Das ist echt blöd jetzt gerade gelaufen. Da habe ich doch echt keinen Bock drauf. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Game gebreakt. Kind, kauf etwas oder mach ich vom Acker. Sekunde. Etwas Stoff. Mache weiter mit Aufträgen von Koa. Mach weiter mit Koa. Fange Regatta an Riesen. Okay. Hätte ich die Zahnprothese denen geben können? Die hätten sie mir wiedergegeben? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich bin da jetzt wirklich ein bisschen überfragt, was ich da jetzt machen soll mit dieser Aufgabe von den Marktfrauen. Ich hätte zuerst mit dem irgendwie sprechen sollen und dem diese Zahnprothese geben sollen. Der hat die mir nämlich jetzt wiedergegeben. Jetzt muss ich zu Akagi. Ich muss noch einen Stoff herstellen. Und dann sehen wir dann weiter. So, Stoff kriege ich hin. So, Oh, ist doch blöd.
Ich habe den... Okay, wunderschön, aber wir müssen den Stoff schwarz färben. Hast du vielleicht etwas Tinte? Nein, aber ich weiß, wie ich welche bekommen kann. Warum habe ich... warum hast du nicht schon früher gesagt, dass du Tinte brauchst? Alles zu seiner Zeit. Tinte. Warte mal, habe ich doch. Ist das alles? Für den Augenblick ja. Unsere Bemühungen haben bald ein Ende. Wir werden... wir müssen nur noch den Stoff einfärben. Unsere Bemühungen? Was für... was waren denn deine Bemühungen? Ich habe dir meine unschätzbaren Wissen zur Verfügung gestellt. Natürlich. Ja, ja, du hast mir natürlich... Wie geht's dem Schweinchen, was ich dir gegeben habe? Nicasio? Sehr gut, das freut mich zu hören. Und der Hauptpreis für dieses Rennen ist was ganz Besonderes. Was denn? Ich hoffe, es ist nicht mein Schweinchen. Nein, keine Sorge. Es ist ein Korb Trüffel. Wir Piraten sind ganz wild auf Trüffel. Niemand wird das Rennen ausschlagen können, wenn wir einen Korb Trüffel als Hauptpreis aufnehmen. Das klingt großartig. Könntest du mich ein paar besorgen? Ich bezahle dich dafür. In Ordnung. Da muss ich jetzt einfach zur Heimatinsel. So ist es einfach. Ja. Bloß auf meiner Insel nichts zu suchen. Gut. Ich muss ja mit dem nicht sprechen. Gucken. Ich bin auf meiner Insel. Trotz alledem. Oh, ich hab... Wie, Mäuschen? So, ein bisschen Energie brauche ich. Dann nehme ich mal eine Kokosnuss. Und so eine Frucht. Und eine Ananas, komm. So, und natürlich den Tank auffrischen. Okay, ich habe keinen Kristall. Oh, ich finde es immer so ein bisschen goldig, wie sie sich immer so ein bisschen schämen und traurig ist. War das die Maus, die ich vergessen habe zu füttern? Aber wo kommt die denn her? Und das hier ist also deine Insel. Du! Ich wusste, wir würden uns wiedersehen. Wir sind an deiner Insel wirklich sehr interessiert, Kind. Es gibt hier etwas. Ich kann es fast spüren. Unsere Messungen waren korrekt. Verschwinde! Es gibt hier nichts, was dich interessieren könnte. Oh, ich bin mir sicher, dass das nicht stimmt. Wir werden uns schon sehr bald wiedersehen, Kind. Und du wirst es bitter bereuen. Denk nicht einmal dran, wiederzukommen. Der Baron wird dich zermalmen, wenn du hier bist. Wir werden alles niederreißen. Das ist meine Insel. Noch. Na, Popo, jetzt mache ich mir Sorgen. Jaja sagte, wenn die Insel in Gefahr ist, würden die Wächter das Tor öffnen. Aber dafür brauche ich die anderen beiden Kristalle. Saimi und Duna. Ja, na gut. Frage Saimi nach dem Kristall. Sammel 5 Trüffel. Werde ich auch gleich machen. So. Ich muss wirklich mal offscreen ein bisschen Geld machen. Vielleicht kann ich die mir irgendwas verkaufen. Hier, ich habe die Trüffel für dich. Daheim. Köstlich. Zweifellos ein hervorragender Hauptpreis. So, lass mich raten. Die Piraten kommen und helfen mir gegen die Elites. Das wäre super. Koa, es ist beinahe fast alles, was wir... ah, toll. Ich brauche nur noch etwas Papier und Gold, um Einladungskarten anzufertigen. Was sagt man, wenn man anderen etwas bitte? Bitte. Okay. So, Papier, na super. Hey. Den kann ich nicht verkaufen, okay. Dann will ich erstmal zur Heimatinsel und gucken, dass ich viermal Papier herstellen kann. Ich könnte es natürlich auch bei Aquila kaufen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da keine Lust drauf. Weil das Papier bei dem echt teuer ist. Aber ich müsste eigentlich genug haben. So, Werkstatt. Papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nehme ich mal gleich 6 Stück, so viel wie ich habe. Ich habe natürlich nicht so viel Harz. Der ist immer noch auf dem Goldinselchen, nehme ich an.
Dieser Goldbubi. Yeah. So, hier hast du dein Papier. Oh, ich liebe einen. Okay. Ich organisiere die Rennen nur, weil ich dann Einladungskarten bastel und sie mit Gold und einem Stempel mit meinem wunderschönen Antlitz versiegeln kann. Okay, du kannst die Einladung jetzt ausliefern. Hey. Fang am besten mit Lizio an. Er wird nicht Nein sagen. Okay, Lizio müsste an der Ponyhöhle immer rumeiern. Genau. So, so. Was hast du da? Ich habe eine Ahnung für ein Rennen, das ein Echo organisiert. Puh, muss ich da wirklich machen? Ich denke schon. Er organisiert wirklich tolle Rennen, aber er selbst ist anstrengend. Er spricht immer nur über die Zeiten, in denen er noch jung war. Niemand interessiert das wirklich. Schreib dich ein. Ich bin sicher, dass es ein tolles Rennen wird. Ich hoffe es. Vielen Dank für die Einladung. Hier hast du ein paar Sardinen als Gegenleistung. Als nächstes muss ich Regatta finden. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich da vielleicht dem was verkaufen kann. Jo, ein paar Melonen kann er haben. Kartoffeln kann er auch ein paar haben. Dann habe ich wenigstens wieder ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob ich die Mütze und den Schal noch brauche. Na komm, was verkauft, das verkauft. Nee, da ist nur der Lizio. Na gut. Warte mal, ich muss doch sowieso... einen Rochen fangen. Dementsprechend sollte ich eigentlich... Da war ich noch gar nicht, ne? Schon ein bisschen krass, dass ich das hier total vergessen habe. So, was haben wir denn hier? Tauchen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ach, ich brauche unbedingt noch diese Dingsbums. Muscheln. Und das mit den Zehen ärgert mich. Ich war auf so einem guten Run. Ich hatte da so viel Spaß. Und dann sowas. War das wirklich alles? Das ist ein bisschen lame. So, nimm noch mal ein paar Blubberblasen. Das war's dann, ne? Ansonsten war hier nichts. Nö. Na gut. Höher kann ich nicht. Da muss ich zu dem Ring. Oder zum Anker. Mhm. Ah, da bist du ja. Hey, sei vorsichtig. Wie kann jemand, der so klein ist, so ein Boot steuern? Ich bin nicht klein und es gehört meiner Großmutter. Was für eine tolle Großmutter, lässt einfach ihre Enkelin allein. Was soll's, so lernst du wenigstens etwas. Du brauchst niemand anderen auf der Welt, nur dich selbst. Das stimmt nicht. Wenn du sagst, Kleine. Hör auf, mich Kleines zu nennen. Ich heiße Kor. Schön, dich kennenzulernen, Kor. Ich heiße Eritin. Ich bin die schnellste Piratin im Mara. Und jetzt entschuldige mich bitte, aber ich muss weiter. Du tust, als ob das mehr nur dir gehört, weil das der Wahrheit entspricht. Ich hoffe, unsere Wege werden sich nicht wieder kreuzen. Leb wohl, kleines Mädchen. So, lass mich raten. Hier gibt's Rochen. Das Angeln hier ist okay. So, jetzt
Jetzt muss ich die Dingsbums finden. Oh, super. Da ist die andere. Perfekt. Hey, Koa, wie geht's? Gut, 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 gut. Koa, da du gerade hier bist, mein Glasauge ist verschwunden. Wie bitte? Ich hatte ein Glasauge. An vielen Nachmittagen habe ich oft tief in das Auge geschaut, um mich zu entspannen. Und jetzt ist es verschwunden. Vielleicht hat einer der Piraten es genommen. Ich werde sie danach fragen, wenn ich sie treffen sollte. Lizio. Na gut. Trotzdem würde ich gerne nochmal mit der Regatta schwätzen. Die andere habe ich schon kennengelernt. Also ich glaube, ich habe die Quests hier alle ein bisschen komisch. Habe die anderen noch nicht kennengelernt, aber eigentlich schon. Und jetzt habe ich die eine Quest verbuggt. Ich habe diese Einladung für dich. Wofür? Für ein Wettrennen, das Herrn Eck organisiert. Seine Wettrennen sind immer ziemlich spaßig. Warum segeln Piraten so gern um die Wette? Weil wir Boote haben. Und weil uns schnell langweilig wird. Und weil Herr Eck drauf besteht. Und weil wir immer viel Spaß haben. Bringt da immer auch eine Einladung. Du wirst schon sehen. Das werde ich tun. Und hier einige Muscheln für die hervorragende Kurierin. Oh, super. So, okay. Trotzdem erstmal zu Lizio. Dann kann er mir ein Glasauge geben. Und dann kann ich zu Taima den Rest bringen. Jo, werden etwas länger die Parts, aber dafür ist es kein Problem. Lizio, du hast nicht zufällig ein Glasauge? Hm, nein. Ich könnte meine Crew fragen, ob jemand eins für dich hat. Ich suche nach einem ganz bestimmten Glasauge. Es ist für Taima. Ach so, Taima. Sie ist etwas merkwürdig. Nicht sehr piratenhaft, wenn du verstehst, was ich meine. Ich mag sie. Vielleicht weiß Regatta etwas über ihr Glasauge. Sie wischt normalerweise jeglichen Krempel aus dem Meer. Ist gut, ich werde sie fragen. Ich glaube nicht, dass die Regatta das hat. Aber die Regatta ist mir definitiv lieber. Hatte die nicht doch... Die hatte doch das Glasauge, aber für ein Tausender meine ich. Einer von denen hätte so ein Ding theoretisch verkauft. Halt, kleine Kapitänin. Hast du einen Angelschein? Nein. Was kostet denn sowas? Ich kann dir einen guten Preis machen. Es reicht der Echo. Lass Chor mit deinen Tricks in Ruhe. Oh, Regatta, du bist ja auch hier. Ja, also hör schon auf damit. Und zeig ein wenig mehr Respekt gegenüber deinem König. Ach, bitte. Deine unsinnige Geschichte, dass du der König der Piraten bist. Glaub doch wirklich niemand. Ich bin der erste Jünger von Grand Loom. Ich war schon ein Pirat, als du noch in den Windeln gelegen hast. Echo, lass uns in Ruhe. Wie auch immer, wir werden uns noch wiedersehen. Was für ein unverschämter Kerl. Mach dir keine Sorgen. Und jetzt lass uns erstmal etwas zu essen kochen. Ah ja, stimmt. Ein neues Rezept für ein Werkzeug. Wunderbar. Hallo Koa, brauchst du etwas? Ich suche nach einem Glasauge. Es gehört Taima. Taima, sie ist etwas merkwürdig. Du bist nicht die Einzige, die das sagt. Ich dachte, sie wäre nur etwas eigenbrötlerisch, aber sie ist wirklich anders als die anderen. Was meinst du damit? Sie kommt nie zu unseren Rennen. Sie interessiert sich nicht dafür, was wir tun. Sie ist zu sehr ein Freigeist. Und daran ist etwas falsch? Nein, gar nicht. Es ist nur merkwürdig. Weißt du nun etwas über das Auge? Es tut mir leid, ich weiß leider gar nichts drüber. Hm, schade. Ich wusste, dass der das war. Ah, dieser Lümmel. Stimmt, der war das, der das für einen Tausender verkauft. Na gut, dann wollen wir mal. Kleine Kapitänin, ich habe ein unwiderstehliches Angebot. Was ist es denn? Etwas Einzigartiges, Mystisches. Und das zu einem Spottpreis. Zeig mir schon, was du hast. Es ist Kahukuras Auge. Seine Magie wird dir eine perfekte Ernte bescheren. Bist du sicher, dass es nicht zufällige Taimas Auge ist? Ich glaube nicht. Es ist schon seit Jahrhunderten im Besitz meiner Familie. Bist du sicher? Ja, bin ich. Und für ein paar Münzen gehört es dir. Okay. Ich wusste, dass es... Ich weiß nicht, das ist ein richtiger Gammler. So. Ja, das ist blöd. Ich brauche wieder Kohle. So. Frage Saemi, bringt Taima die Einladung? Wo ist die? Diesem großen Eisberg. Na gut. Da kann ich auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Es ärgert mich trotzdem mit diesem blöden
mit dieser blöden Zahnprothese. Ich habe die Einladung für ein Rennen von Herr Eck organisiert. Ich bin nicht interessiert, aber danke. Mir wird schon vom Zuschauen schlecht. Oh, das tut mir leid. Versuch's mal bei Ereti. Und keine Sorge, ich nehme es dir nicht krumm. Hier, nimm das. Bis später, Koa. Oh, Erbsen. Taima, ist das dein Glasauge? Ja, genau das ist es. Vielen lieben Dank. Herr Eko hatte es. Wer auch sonst. Ich wusste, dass ich es nicht verloren habe. Es war nur nicht dort, wo es sein sollte. Danke, Koa. Was ist ein neues Bauelement? Gewächshaus. Okay, jetzt wird's interessant. Mach's mit deinem eigenen Tempo. Okay, erstmal Heimatinsel. Ich habe gesagt Heimatinsel. Ich brauche nämlich wieder Kohle. Warum habe ich 5 Robben? Und wo sind die überhaupt? So, was machen wir denn? So, Geld habe ich nicht mehr viel. Fragt sie irgendwie nach dem Kristall für das Tor bringen. Ereti, wo ist die denn? Die ist da unten, okay. Dann mach weiter mit Koa, mach weiter mit Koa. Zahnprothese für... Was zum... Hallo Ente. Ente. So, warte mal, Werkstatt. Ich kann auch bestimmt wieder Lehm herstellen. Wie viel? Weißt du was, das mache ich jetzt mal. So, Werkstatt. Warte mal, ich brauche doch... Okay, dafür brauche ich Bananen. Ich würde sagen, es wird interessant. Nein, wollte ich nicht. Bauen. Vogelhaus, Feuerstelle, Bienenstock, Schaukel habe ich. Werkstatt, Mine innen. Ein Feuerwerk. Das bedeutet, ich brauche noch 4-mal Fass mit Schießpulver. Gewächshaus. Blumentopf. Sockel. Davon kann ich doch bestimmt welche herstellen. Blumentopf. Sockel. So, die Frage ist, wo will ich das Gewächshaus hinhaben? Blumentopfsockel. Aber die kann ich so nicht bauen. Werkstatt. Ich gucke nochmal genau nach. Ein großer Blumentopfsockel. Nö. Kürbiskuchen. Eis. Reiskuchen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich muss erstmal gucken, dass ich ein bisschen Kohle krieg. Da kann ich eigentlich ganz viel Lehm bauen. Ich weiß nicht, wo ich diesen Blumentopfsockel herkrieg. Den normalen. Aber na gut, macht nichts. Trotz alledem. Brauche ich noch Bananen. Die Bananen waren meines Wissens nach. Hier. Ich brauche 4 Pulverfässer. 4 Stück.
Ja, ich habe keine Ahnung. So, es bedeutet vier Fässer. Vier Fässer bedeuten acht Bananen. Die Frage ist nur, ob die hier zu finden sind. Ich glaube nämlich nicht, dass ich so viele hier finde. Ja, einmal abgegrast ist abgegrast. Na gut, na gut. Da kann man nichts machen. Kann ich nur gucken, ob ich bei Quelles irgendwas verkaufen kann mittlerweile. Weil ich bin jetzt echt... Koas Kasse ist leer. Handeln. Ja, von denen kann ich ein paar verkaufen. Das ist super. So, das Modellboot kann weg. Von den Karotten können ein paar weg. Das ist kein Problem. Metallrohr behalte ich mal. Nägel auch. Von denen können natürlich... Ich würde sogar schon sagen, dass da alle weg können. Und Pinienkerne behalte ich mal. Ja, komm, die können auch alle wegkommen. Ich habe genug. So, wunderbar. Co hat wieder ein bisschen Geld. So. Davon kann einer weg. Wunderbar. Super. Gut, da kann ich auch gleich die Saimi ansteuern. Und ja einfach nochmal ein bisschen Inventarsachen verkaufen. So, okay, was willst du haben? Die habe ich für nichts hergestellt. So, dann habe ich mir auch nämlich auch gleich die Blumentopfsockel gekauft. So, handeln. Mehr willst du nicht. Die anderen Sachen sind halt irgendwie so Standard. Und ich denke mal, dann ist die Chor auch wieder einigermaßen flüssig. Ich glaube, die Schweine, die geben richtig gut. Ich meine, guck dir mal an, was die hier an Trüffel alles hergeben. Und die scheinen richtig, richtig zu kosten. So und so. Was willst du denn haben? Pfannkuchen kannst du beide haben. Dies kannst du auch haben. Kannst du haben. Wunderbar. Jawohl. So. Dann habe ich die meisten Händler schon abgeklappert. Was willst du haben? Ja, super, kannst du haben. Orangensaft. Na gut. Na gut. So. Dann will ich gleich nochmal zur Aquila. Kann ich gleich... Jo, da kann ich eigentlich gleich alle Händler abklappern. Und dementsprechend, ja, einfach mal gucken, was die mir so anbieten. So, das war okay. Fast ein Tausender von dem. Wunderbar.
So, dann will ich mal gucken, was die Akagi mir so anbietet. Ich glaube, die will mein Leben haben. Das wäre super. So, Holz kann ich ihr die Hälfte geben. Den Lehm kann ich ihr komplett verkaufen. Einfach aus dem Grund, weil den Lehm kann ich ja mit Stein selbst bauen. Und wenn ich in meiner Mine anfange, offscreen mal ein bisschen rumzueiern, dann habe ich ja mehr als genug. Und das sollte dann gehen. Rohkupfer, ja, aber. Gut. So, Koa ist wieder reich. Super. Jo, Saimi. Wo warst du? Du bist einfach weggerannt. Saimi, vor einiger Zeit hast du einen Brief von Haku bekommen. Wie bitte? Saimi, bitte, bitte. Ich kann es jetzt nicht erklären, aber es ist dringend. Was stand in dem Brief? Nach all den Jahren, nach all der Zeit, hat Haku mir wieder geschrieben. Wie aus dem Nichts. Was ist passiert? Deine Großmutter ist eines Tages einfach verschwunden. Sie hat die Marine verlassen und uns alle alleine zurückgelassen. Und damit auch mich. Danach war nichts mehr wie zuvor. Jet wurde besessen von seiner Arbeit. Dunner wurde auf ein anderes Schiff versetzt. Ich bat um eine neue Position an Land. Einige Jahre später verlor die Marine ihren Nutzen und langsam, Stück für Stück, löste sie sich auf. Aber wir, Hakus Matrosen, konnten nie ganz loslassen, wegen allem, was sie uns beigebracht hatte. Wir sollten Mara schützen, koste es, was es wolle. Und weißt du was, Koa? Als ich sie zum ersten Mal traf, war sie noch nicht so. Ich erinnere mich noch an den Tag, als wir die Aufnahmeprüfung machten. Damals war sie so wie du, fröhlich, wild, unbeschwert. Sie änderte sich mit der Zeit. Sie nahm eine riesige Verantwortung auf ihre Schultern. Saimi, ich brauche den Kristall. Ich kann ihn dir nicht geben, Koa. Es ist das letzte Andenken, das ich an Haku habe. Mein Plan war, dich noch ein paar Jahre zu trainieren und dir Aufträge zu geben und den Inhalt des Briefes als Vorwand zu verwenden. Ich weiß, dass du Haku sehr geliebt hast. Du weißt nicht, wovon du redest, Kind. Haku hat mir das Herz gebrochen. Das werde ich nie wieder zulassen. Das hier ist aber wichtiger. Tut mir leid, Koa. Es wird nicht passieren. Dunna würde ihn mir geben. Ja, aber ich bin nicht Dunna. Geh und frag sie nach dem Kristall. So, na gut. Mache ich dann natürlich. Ich will jetzt endlich mal hier weitermachen. Obwohl. Nee, ich muss nach Westen. Jo. Mache ich erstmal mit den Aufgaben weiter. Warum kann ich mich eigentlich nicht dahin reißen? Das ist bei diesem Kreuz, bei dem Kreuz hier ist es relativ schwer. Hey Ritti, ja? Hast du Lust, an einem Wettrennen teilzunehmen? Immer doch. Ich habe eine Einladung für dich. Ah, perfekt. Ich bin zum Siegen geboren. Okay. So, dann gehe ich mal zu dem Vulkan. So, was haben wir denn? Frage Dunna. Okay. Ich spreche mit Echo für den nächsten Auftrag. Mach weiter mit Koa. Bringe die Zahn. Das ist doch. Das mit der Zahnprothese ärgert mich jetzt. Vor allem, weil es halt wirklich. Wenn es die letzte Quest wäre, könnte ich wenigstens verstehen. Okay, dann habe ich es zu 100%, aber. So. Was willst du denn haben? Blumentopf? Nee. Oh, ich habe so viele Kupferbarren. Die kann ich hier alle mal unterjubeln, weil ich habe nämlich noch 37 Rohrkupfer. Koa, die Elites sind in letzter Zeit sehr aktiv. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja, sie scheinen etwas entdeckt zu haben, aber wonach suchen sie? Ich weiß es noch nicht. Wenn du Hilfe brauchst, dann weißt du ja, was du tun musst. Darüber wollte ich mit dir reden. Du hast mal einen Brief erwähnt und ich glaube, möchtest du den Kristall? Genau. Ich brauche ihn. Es ist dringend. Ich denke, du bist bereit, ihn zu erhalten.
als ich den Brief bekommen habe. Ich wusste erst nicht, was ich davon halten sollte. Hatte Haku wirklich noch Vertrauen in mich? Vielleicht war sie die Einzige, die das noch hatte. Natürlich hat sie dir vertraut. Als ich den Brief las, bekam ich es mit der Angst zu tun. Und als du hier angekommen bist, hat sich diese Angst noch verstärkt. Ich hatte Angst, dass du mich verurteilen würdest. Dass du sehen würdest, wie unfähig ich bin. So ein Unsinn. Du bist so toll. Danke, Koa. Aber ich habe den Kristall leider nicht. Was meinst du damit? Ich habe ihn ins Meer geworfen, kurz nachdem ich ihn erhalten habe. Verzeih mir. Es war an einem Ort im Norden. Ich kann ihn auf deiner Karte einzeichnen. Du kannst dort nach ihm suchen. An diesem Ort ist ein Schiff gesunken. Warum hast du das getan? Weil ich genau dort den Unfall verursacht habe. Meine letzte Mission für die Marine. Es gab eine riesige Explosion und das Schiff ist gesunken. Unter den Piraten gab es keine Überlebenden. Und vor einigen Jahren kam dann Hakus Brief an, lange nachdem ich schon außer Dienst war. Es schien wie eine Belohnung. Eine, die ich nicht verdient hatte. Aber ich dachte, du würdest nie kommen. Ich habe mich von meinen Gefühlen übermannen lassen. Denkst du, dass ich den Kristall wiederfinden kann? Du wirst tief tauchen müssen. Aber ich glaube es ja. Vielen Dank. Ich werde nach ihm suchen. Ich hoffe, du findest ihn. Duna, warum hast du mir das nicht früher erzählt? Deine Jugendlichkeit hat mir Angst gemacht, Koa. Es tut mir leid, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Okay, suche nach dem Kristall, den Duna ins Meer geworfen hat. Okay. Bei Global Sleeps. So, dann will ich mal dahin. Ricarda, du bist ja auch hier. Hallo, Kleine. Du hast Eretti endlich besiegt. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein faires Rennen war. Ich bin mir sicher, dass es das war. Und bist du dabei aufzubrechen? Im Gegenteil, ich wollte dort drüben tauchen gehen. Oh, könntest du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir bitte etwas aus dem Wasser holen? Ich bin in Eile. Na komm, Kleine, es ist wirklich keine große Sache. Was ist es denn? Vor einigen Jahren sank hier ein Piratenschiff. Es gab eine riesige Explosion. Und das erzählen die Leute zumindest. Die Sache ist, das Schiff hatte eine interessante Ladung an Bord. Die Marine begann sich langsam aufzulösen, wodurch die Piraten freie Hand hatten. Und du bist jetzt ein Teil ihrer Beute. Nur ein Ring. Ein Ring mit einem Edelstein in Form einer Muschel. Er ist äußerst wertvoll. Verstanden. Ring mit einer Muschel. So, okay. Ich würde sagen, los geht's. So, was haben wir denn hier? So, das ist Metall. Das ist der Ring. Und hier ist dann der Stein. Ja, perfekt. Hallo, na Popo. Oh, wie sie einfach durchs Meer gleitet. Super. Na gut. Freunde, hat die Chor jetzt mittlerweile genug. Die Autosteuerung ja ganz lustig. Aber sie kann auch nerven. Gut, kein Problem. So, Risatta. Rigatta, Entschuldigung. Ich hab ihn. Ich danke dir sehr. Mit dem Geld, den sie hierfür zahlen, wird Akila seine Schulden abbezahlen können. Du tust wirklich viel für Akila. Findest du? Ich arbeite eigentlich nur als Botin für ihn. So fühle ich mich auch ein bisschen. Warum sucht er nicht selber nach diesen Sachen? Naja, er ist einfach ein wenig eigentümlich. Er verlässt selten sein Haus und kann andere Leute nicht ausstehen. Das kommt mir bekannt vor. Und mir macht es nichts aus, ihm zu helfen. Als ich jünger war, war er für mich der interessanteste Mann der Welt. Ehrlich gesagt finde ich das immer noch. Aber er braucht wirklich dringend Freunde. Ihr seid die einzigen freundlichen Elites hier. Das ist ein schönes Kompliment. Danke dir, Kleine. So, bring den Kristall zu Duna. Super, super. Ich habe den Kristall, aber er steckt in einem Stück Fels fest. Kannst du ihn herauslösen? Nein, nein, ich will meine Werkzeuge nie wieder in die Hand nehmen.
Bring ihn zu Akagi. Dafür habe ich keine Zeit, Tuna Kind. Hast du die Trümmer nicht gesehen? Ich kann die Explosion immer noch hören. Manchmal, wenn es still ist, bilde ich mir ein, sie mitten auf dem See zu hören. Ich kann lauter schreien als jede Explosion. Bitte, Tuna, gib nicht auf. Ich habe schon vor langer Zeit aufgegeben. Schon gut, dann tu es eben nicht für dich. Tu es für mich. Hilf mir. Nimm dein Werkzeug wieder in die Hand. Diesmal für etwas Gutes. Für die Rettung Maras. Ich denke, das kann ich tun. Danke, Tuna. Was wirst du wegen Saimi unternehmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Pflanzen, ernten, kochen. Irgendwas wird schon funktionieren. Nimm den Kristallchor. Bis bald, Tuna. Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein, Kapitänin. So, okay. Neues Rezept, Werkzeug, goldene Axt. Kehre zu Saimi zurück und bring ihr Hakus Blume, um sie zu überzeugen. Perfekt. Ich würde sagen, Heimatinsel. Ich bringe jetzt erstmal den Kristall rein. Dann baue ich mir die Dingsbums. Nee, andersrum. Ich baue mir jetzt erstmal die fertige Axt. Hallo Ente. Oder Gans. Fräulein Gans. So, perfekt. Was brauche ich hier? Merkwürdiges Metall. Dazu muss ich zum schwarzen Vulkan. Und brauche einen Barren von diesem merkwürdigen Metall. Dafür brauche ich 5 von diesen Erzen. Stimmt's? Wie viel habe ich eigentlich? Das bedeutet, ich brauche noch 3 Stück. Sollte eigentlich machbar sein. Ich war schon ein paar Tage nicht mehr hier und habe die Erze abgebaut. Ja, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Aber wie gesagt, macht ja nichts. Bei einer Premiere kann man ruhig durchaus mal etwas länger machen. So. Ich nehme gleich ein bisschen mehr mit. So, den Tank mal auffüllen. Wunderbar. So, dann... Ja, renne ich da... Ist eigentlich egal. Ist eigentlich egal. So, ich hätte eigentlich mal den... mal Chrome beenden können. Da habe ich nämlich mal nochmal nachgeguckt, wo man Bananen findet. Was aber nicht so schlimm ist. So, Werkstatt. Metall. Super. So, jetzt habe ich ja natürlich auch die bessere Axt. Das ist super. Ich kann auch das Gewächshaus jetzt bauen. Hallo, ich würde gerne auf dem Boden meiner Heimatinsel. Ja, aber ich bin doch auf meiner Heimatinsel. Ich würde das Gewächshaus gerne bauen. Hallo, hallo. Muss ich das hier hinstellen? Das ist komisch. Mit Sternchen auf Bauelementen nur auf festem Boden auf deiner Heimatinsel. Ah. Ich weiß, wo das hinkommt. Ich weiß, wo es hinkommt. Lass mich raten. Ja. Gewächshaus. Super. Und ich kann Blumen sehen. Wunderbar.
Wunderbar. Noch eine Lilie hier rein. Nicht schlecht. Freue ich mich. Und eine Nelke. Obwohl eine Eisrose eigentlich auch. Flieder. Perfekt. Und hier kommt eine Eisrose rein. Super. Finde ich cool. Finde ich super. Schön. Herrlich. Freue ich mich. So, jetzt muss ich zum Tor. Dank Duna, damit wird das Tor bestimmt schöner werden. Wunderbar. Kehre zu Zaimi zurück und bringe Hakus Blume abgeschlossen. Sprich mit Echo für den nächsten Auftrag. Ich glaube, Echo ist fast fertig. Der ist auf der Goldinsel. Dann will ich mal gucken, was der noch zu sagen hat. Dem Wettrennen steht nichts mehr im Weg. Hier, ich habe die passende Kleidung für dich vorbereitet. Ich hoffe, sie gefällt dir. Jetzt fehlt nur noch das i-Tüpfelchen. Feuerwerk. Toll, da freue ich mich schon drauf. Aber zuerst brauche ich Schießpulver. Darf ich das Feuerwerk anzünden? Ja, aber sei vorsichtig. Toll. Hier hast du das Rezept für ein Fass Schießpulver. Na, super. Na gut. Dann muss ich mit der Duna, muss ich mit der Saimi sprechen. So, jetzt erstmal was essen. Oh, der gegrillte Fisch ist so super. So, das mit der Zahnprothese ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Und dass das so verbuggt war. Jo, gut. Na gut, na gut. Warte mal, wie viel Geld habe ich denn noch? Ja, das reicht. Warum bist du denn hier? Bitte. Ich habe eine Blume dabei. Hakusblume, weißt du? Das ist schön, aber sie wird mich nicht umstimmen. Bitte, Saimi, ich brauche den Kristall. Er ist der einzige, der noch fehlt. Es tut mir leid. Ich brauche ihn mehr. Es ist alles, was ich von Haku noch habe. Ich verstehe euch beide nicht. Wenn du älter bist, wirst du es verstehen. Ich werde nie erwachsen. Etwas sehr Interessantes wird. Hey, Koa, wie geht's? Es ist kompliziert. Was ist denn los? Ich habe Saimi gebeten, mir etwas zu geben, aber sie will nicht. Nun ja, wenn es nun mal ihr gehört. Aber es ist sehr wichtig. Und bevor sie es hatte, gehört es meiner Großmutter. Ich verstehe. Das ist kompliziert. Wie heißt deine Großmutter? Vielleicht steht etwas über sie in meinem Tagebuch. Jaja Haku. Aber jeder kannte sie als Haku. Lass mich mal sehen, Haku. Ja, hier. Hier steht, dass sie Kapitänin der Marine war. Sehr ernsthaft, aber mit einem Sinn für Humor. Und sie kochte fantastisch leckeren Fisch. Leckeren Fisch? Ich kenne das Rezept dafür. Du brauchst nur Rottflossenwels und kleingehackte Karotten. Dieses Gericht kommt mir bekannt vor. Und bevor du ihn servierst, gibst du ein bisschen Orangenmarmelade drüber. Warte. Ja, er hat mir das Rezept vor ein paar Jahren beigebracht, aber mir hat eine Zutat gefehlt, weil ich nicht richtig zugehört hatte. Ist das Orangenmarmelade? Ja, weißt du nun, was du brauchst? Ja, ich muss dieses Gericht für Saimi kochen. Bis bald und so. Auf bald, Abenteurerin. Ja, leckeren Fisch. Super. Probier es mit Kochen. Ich werde wahrscheinlich noch einiges machen müssen. Sieht aber bald so aus, als wenn ich bald fertig wäre. Mit Koas Aufgaben. So, ich weiß auch, wo ich kochen kann. Ich denke mal, Orangen habe ich mehr als genug.
Naja, drei Stück, das könnte ein bisschen knapp werden. Da gehe ich nämlich runter zu Bram. Da steht nämlich ein Kochtopf. Jo, gut. Ich linse jetzt mal ganz... Boah, wir sind bei einer Stunde. Aber ich habe keine Lust aufzuhören. Na gut. So, Küche. Leckerer Fisch, Orangenmarmelade. Dafür fehlt mir Zucker. Okay, der verkauft mir keinen Zucker. Ich glaube, der hat auch keinen Zucker. Das sind nämlich Restaurants. Genau, die verkaufen keinen Zucker. Aber hier diese verrückten Alten. Nee, hier hinten die Dame. Wunderbar. Super. So, dann will ich mal Orangenmarmelade kochen und das Gericht von der Haku. So, Küche. Orangenmarmelade, hallo. Da. So, und leckerer Fisch. Und dann ab zu Saimi. Es wäre doch gelacht, wenn man die nicht dazu bringen könnte, uns diesen Stein zu geben. Wenn die Chor hier wenigstens wahrscheinlich komplett sagen würde, was abgeht. Und dass wir die Wächter aktivieren müssen. Und dass wir die Geister Maras sehen. Dann würde die hier wahrscheinlich definitiv, wie heißt's, würde die uns das wahrscheinlich definitiv geben. Aber na gut, alles klar. Onzo hat uns ja ausgeholfen, der liebe Mann. Der liebe Kater. Und von daher sehe ich da positiv. Saimi, Saimi. Das riecht gut. Es kommt mir bekannt vor. Das ist das Fischgericht, das Haku immer gekocht hat. Wie schaffst du es bloß immer, mich neu zu überraschen? Warum hast du dieses Gericht gekocht? Ich habe erst heute gelernt, wie man so wie Yaya kocht. Hat Haku es auch für dich gekocht? Ja, sie konnte es sehr gut kochen. Siehst du? Haku ist nicht wirklich weg. Sie hat uns nicht verlassen. Sie ist immer noch hier bei uns. Was hast du gesagt? Wenn du einen Baum fällst, dann pflanze einen Samen ein, damit ein neuer wächst. In Mara verschwindet niemals etwas vollständig. Vielleicht werden wir Haku nie wiedersehen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr hier ist. Und dieses Gericht war etwas, das uns an sie erinnert. So wie die Blume. Und so wie viele andere Dinge auch. Du brauchst den Kristall nicht, um sie in Erinnerung zu behalten, weil sie immer noch hier ist. In dir, in mir, Chor. Wann bist du bloß so erwachsen geworden? Ich? Ich bin nur ein Kind. Hier, versprich mir gut, auf ihn Acht zu geben. Und dass du mich wieder besuchen kommst. Immer, Saimi. Du bist meine Freundin. An den Küsten Maras werden seltsame Freundschaften geschlossen. Natürlich. Jetzt müssen wir nur noch den Piraten Bescheid sagen. So, rufe die Piraten zusammen, um den Angriff auf die Elites zu starten. Okay, die sind bestimmt da. Ich würde sagen. Hallo, hallo, kleines Schiffsmädchen. Wir brauchen eure Hilfe, sofort. Wir müssen die Elites angreifen, bevor es zu spät ist. Ich bin dafür, ihr zu helfen. Lizio, du hast die Kanonen bereit? Allzeit bereit, richtig, Akachi? Akachi, was machst du denn hier? Oh, gar nichts. Ich reise hin und wieder an Lizios Seite. Mara ist wunderschön, weißt du? Und in Gefahr. Wirst du mir helfen? Natürlich. Wir lassen dich nicht hängen, Koa. Gut, ich werde euch über Funk auf dem Laufenden halten. Ich habe aber kein Funkgerät. Früher brauchten wir auch keine Funkgeräte. Wir haben über Kanonenschüsse miteinander kommuniziert. Oder auch mit Briefmöwen. Wie kann ich euch dann erreichen? Keine Sorge, Chor. Ich kümmere mich um eine Funkverbindung. Du kannst beruhigt losfahren. Vielen Dank. Ich werde auf meiner Insel auf die Elites warten. Und dann werde ich es ihnen zeigen.
Super. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schon machen will. Na, Popo, lass uns in eine andere Richtung. Wir müssen... wir haben keine Karte und könnten uns verirren. Was? Warum kann ich denn jetzt nicht... Lass uns in eine... Ich verstehe das nicht ganz. Ich verstehe das nicht ganz, was da jetzt abgeht. Es, gefühlt ist das so buggy. So, vielleicht muss ich jetzt wirklich erstmal auf die Dingsbums... Abgeschlossen, abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Chor. Etwas Interessantes wird bald passieren. Okay, abgeschlossen. Bring Echo einige Fässer Schießpulver. Was ist denn mit Taima? Taima ist auch abgeschlossen. Wunderbar. Sprech mit Regatta für den nächsten Auftrag. Ich würde sagen, das mache ich dann auch direkt. Und dann schauen wir mal. Viel kann das ja nicht mehr sein. Bist du wieder auf einer Expedition, um die Gewässer zu erkunden? Ja, ich suche nach etwas. Für Aquila? So etwas in der Art. Brauchst du Hilfe? Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du für mich dort untertauchen. Kein Problem. Ich suche nach einem Würfel. Er muss irgendwo in der Tiefe sein. Elitspaket. Hab ich den schon? Woher? Warum hab ich den schon? Hier hast du deinen Würfel. Das Symbol auf dem Würfel ist wirklich hübsch. Dann habe ich die Regatta auch fertig. Wunderbar. Es ist das Symbol meiner Familie. Seit du mich an Deva erinnert hast und mir den Brombeersaft gegeben hast, habe ich etwas Heimweh. Oh, tut mir leid. Das ist schon okay. Man sollte seine Wurzeln nie vergessen. Vergiss das nie, Chor. Du bist ein Teil Maras. Wunderbar. Okay, die Schnellreise ist verbuggt. Wo bin ich denn jetzt hier? Insel der Ruhe. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Ja, Punihöhle ist hier unten. Das bedeutet, ich muss noch einmal Richtung Süden und einmal Richtung Osten. So, abgeschlossen. Etwas Interessantes wird bald passieren. Drei Fässer mit Schießpulver. Abgeschlossen. Mach weiter mit Koa. Und die Zahnprothese für Echo. Kann ich nicht machen. Nach Quell es geht. Na gut, dann will ich erstmal auf die Heimatinsel. Komm, dann machen wir hier einfach mal weiter und sehen dann. Ich weiß, dann wird es halt eineinhalb Stunden. Ist mir eigentlich auch egal jetzt. Ich mache jetzt einfach mal so lange, wie ich Bock habe. Und guck dann, ob ich vielleicht nochmal irgendwie. Wie heißt's? Ob ich einfach nochmal einen Schnitt mache oder ob ich es dann einfach so lasse. Vielleicht sollte ich das Game auch einfach mal neu starten. Aber ich bin jetzt gerade so weit. Etwas Interessantes wird bald passieren. Okay, Fässer.
Da kann ich mal gucken, ob meine Bananen schon ein bisschen was bringen. Ich glaube aber nicht. So, die Ananas nehme ich mal mit. Das wächst alles so langsam. So, okay. Jo. Ach, weißt du was? Dann lege ich dieses Ding einfach mal hier rein. Dann haben wir das Ding komplett aktiviert. Dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Gut, dass die Emi mir die Kristall des Tores gegeben hat. Okay, und jetzt? Etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Okay. Ich habe mal eine Runde pennen. Abgeschlossen. Okay, bring hier ein Echo, 3 Fässer. Ja. Ich brauche wirklich viele Bananen. Ich würde ja schon gerne auch die Mine erweitern. Dafür habe ich ja noch das Feuerwerk. Und dementsprechend brauche ich auch noch 3 Dingsbums. Werkzeuge, Werkstatt. Ja, wir müssen Akachi und die Piraten informieren. Lizio, Herr Echo, Ricotto, Eriti, Alarm! Seid ihr da? Es ist Zeit für den Angriff. Schnell! Ich hoffe, Sie haben es gehört. Lass uns zum Tor gehen, apropos. Diese Elites. Öffne das Tor der Wächter. Wo sind die denn? Wo sind die Elites? Das sieht man schon. Guck mal, wie es hier aussieht. Da sind sie. Da sind die. Aber das machen wir im nächsten Part. Ich weiß, es ist gemein, aber so ist es nun mal. Ich kann den Part jetzt nicht 2 Stunden machen. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao.